Hey und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, bei mir ist immer noch der... Also jetzt langsam sollte ich es ja wissen, ne? Nach zwei Videos hintereinander oder... 23. Oktober. Ja, auf jeden Fall, ich habe heute mal ein komisches Thema im Petto, weil es mir gerade so geht. Kennt ihr das, wenn man so einen Gedanken hat, so einen total tollen Gedanken, also so, und vor allem was Wichtiges, irgendwas, was einem total durch den Kopf geht, wo man weiß, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, und dann vergisst man es. Und dann überlegt man die ganze Zeit und dann denkt man nach und grübelt und grübelt, und bei mir ist es dann so, dass ich meistens einen Buchstaben im Kopf habe, irgendeinen Buchstaben, den ich dann denke, das ist der Anfangsbuchstaben, und ja. Och nö, jetzt habe ich schon wieder das Problem. Ich suche gerade, jetzt wollte ich gerade ein Beispielwort bringen, das ich gerade vor kurzem gesucht habe, jetzt fällt es mir wieder nicht mehr ein. Das glaubt man doch echt nicht, oder? Also ich hab vor kurzem mit meiner Mutter ein Gespräch geführt, und dann habe ich ein Wort im Kopf gehabt und es wollte mir dann nicht mehr einfallen, und dann hatte ich ständig den Buchstaben im Kopf, und dann wollte ich den einfach zu einem Satz und zu einem Wort zusammenbauen. War am Ende übrigens der falsche. Also es hätte mir nicht mal was geholfen. Ich glaube, ich habe gerade eine Wimper ins Auge bekommen. Und was für eine. Aua. Ey, Mama. Ich habe gerade eine Wimper, die war ungefähr so groß wie mein kleiner Fingernagel im Auge gehabt. Nee, die war ja im Auge drin. Das Einzige, was ich mir da gerade gewünscht habe, war, dass die schnell wieder rausgehen. Ja, auf jeden Fall, entschuldigt. Ich habe einfach ein furchtbares Aufmerksamkeitsproblem. Ich merke es immer wieder, so diese Momente, wo ich mir denke, eigentlich will ich mich komplett auf euch fokussieren, die da draußen sind, und ein Video drehen, das qualitativ gut ist, aber dann fange ich an, irgendwie mit meiner Mutter zu reden oder irgendwas sehe ich, und dann muss ich das unbedingt sofort loswerden, weil ich habe dann immer Sorge, dass ich es sonst vergesse. Ich habe manchmal echt das Gefühl, ich vergiss viel zu viel. Und dann in anderen Momenten sagt man mir immer, ich wäre wie ein Elefant. Ich vergesse zwar nie etwas, aber ich kann es akzeptieren. Also ich bin nicht mal jemand, der sagt, vergeben und nicht vergessen, aber vergeben. Sondern ich bin dann wirklich manchmal wie so eine kleine Zecke. Ich hänge dann an dieser Geschichte noch dran. Du Mama. Wenn ich gerade dabei bin. Nee, gar nicht. Nee, nee. Glaub mir, wenn ich eine Zecke hätte, das würde ich sofort merken. Ich habe voll Schiss vor Borreliose. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich mein Thema. Ich weiß immer noch. Ich hab ein Thema für euch im Kopf. Und jetzt ist mir irgendwie abhanden gekommen. Und jetzt labere ich hier im Quadrat und in der Ecke und im Viereck. Da hilft mir jetzt auch kein Satz des Pythagoras mehr. Weil der hilft mir da auch nicht, wo habe ich mein Thema verloren. Deprimierend. Aber ich wollte was anderes erzählen, noch schnell. Wir gehen auf Weihnachten zu. Voll krass, ne? Also, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, nächste Woche am Dienstag also für mich jetzt nächste Woche, für euch ist es schon übernächste Woche. Boah, Mama! Wenn dieses Video rauskommt, wenn ich mich jetzt rechnerisch nicht irre, und wenn ich mich irre, darf es mir jeder in Kommentare schreiben, ist das jetzt eine Woche vom Dezember. Wahnsinn. Weil nächste Woche kommt ein Video, aber das kommt dann schon am 1. oder so. Also, ja, ich weiß. Ich verlabere mich so gerne, ne? Andere verlaufen sich im Wald, ich verlaufe mich überall. Naja. Ich glaube, ich kann euch jetzt irgendwie nichts erzählen, darum lasse ich das jetzt so. Und also mein Tipp, wenn ihr irgendwas vergesst oder so, ist, schreibt alle Ideen, die ihr habt, auf oder tippt sie in irgendein Gerät rein. Und je mehr ihr dann aus dem Kopf rausbekommt, je klarer werden dann die Gedanken, weil meistens verläuft man sich ja oder vergisst etwas, weil man irgendwie unklar ist im Kopf. Und dann, wenn man alles raus hat, was nicht reingehört, dann kommt Klarheit rein. Das ist so versuche ich es immer.
Na gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das kennt. Es tut mir leid, dass ich so verpeilt bin. Bei mir ist jetzt langsam auch schon etwas spät. Und ja. Oh mein Gott, mein eines Augenlid hängt voll übel. Ich höre nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Ich gehe jetzt zu meiner Mutter und zeige dir mal mein übles Hängelied. Also, bis dann, ciao.